Und ich war vollkommen platt. Ich machte jeden Tag die Zeitungen auf und fand wirklich endlange Artikel, seitenführende Artikel darüber, was wir eigentlich mit diesen vier Zeilen gemeint haben. Wie reaktionär das war, wie fremdenfeindlich, wie ethnozentrisch, wie eurozentrisch, europazentrisch. Okay, aber ist das nicht positiv bei vielen Eurozentren? Oder war das als negativ War gemeint? negativ gemeint. Negativ, ja. Europa schottet sich ab. Nein, der Menschenwandel ist natürlich klimagemacht, unter anderem. Habe ich Menschenwandel klimagemacht gesagt? Entschuldigung. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Große Freiheit TV. Mein Name ist Martin. Wir sind hier auf Usedom bei der Eigentümlich-Frei-Konferenz und diesen jungen Herrn kennt ihr ein oder vielleicht auch von achgut.com. Herr Bruder, ich denke, Sie muss man nicht groß Das mit dem jungen Herrn war schon frivol, ja. anmoderieren. Sie haben gesprochen hier, war sehr unterhaltsam, sehr bereichernd, auch intellektuell. Sie haben unter anderem über Ihre persönliche Geschichte erzählt, aber Sie haben auch darüber gesprochen, dass es tatsächlich einen Unterschied gibt zwischen Mann und Frau. Ja. Tatsächlich, ja, sind nicht alle alles gleich, ist das nicht, Gender nicht nur konstruiert? Also ich finde die Behauptung, dass die geschlechtliche Zugehörigkeit ein soziales Konstrukt ist, finde ich großartig. Es ist wirklich eine der größten Schwindeleien in der Geschichte der wissenschaftlichen, in Anführungszeichen, Forschung. Und allein, dass es in Deutschland über 100 Gender-Lehrstühle inzwischen gibt, die davon ausgehen, dass die geschlechtliche Zugehörigkeit ein soziales Konstrukt ist, allein das zeugt davon, wie verrückt dieses Land inzwischen ist. Man könnte, gestern habe ich einen Bericht gesehen in irgendeinem Fernsehprogramm über Essen, das aus Insekten hergestellt wird. Es gibt inzwischen Insektenburger und Insektenschnitzel. Ich denke, tiefer kann eine Gesellschaft nicht mehr sinken. Aber es gibt doch Kulturen, dass Insektenessen ganz anerkannt oder ist auch proteinreich oder das verstehe ich jetzt Ja. nicht. Warum hat das, was hat das mit Gender zu tun? Nein, das hat gar nichts mit Gender zu tun. Ich will damit nur sagen, dass die blödesten Marketing-Erfindungen hier immer auch ein Publikum finden. Und natürlich gibt es Kulturen, wo Insekten ein ganz normales Essen sind, aber es gibt Kulturen, wo man Oma und Opa vom Schlitten stößt und sie den wandernden Eisbären überlässt. Das gibt es auch, aber man muss sich daran kein Vorbild nehmen. Okay, und mögen Sie das Thema Gender noch ein bisschen ausführen? Also Ach jetzt nein, haben gar auch gar keinen Bock drauf, nein, ne? nein, ach, das ist Nicht auch alles so nicht. Gut, finde ich absurd. gut. Ja, wissen Sie, wenn Gender ein soziales Konstrukt ist, ist alles ein soziales Konstrukt. Wissen Sie, Religion, Herkunft, Ja. Haarfarbe, Hautfarbe, alles. Sie haben gesprochen von Vergewaltiger. Innen, Ja. das fand ich natürlich auch beeindruckend, weil Ja. ich stelle mir jetzt ein paar Kumpels vor, die es darauf anlegen und auf die Lauer gehen, Ja. ihr Jäger eine Falle stellen. Ja, nein, wörtlich ging es darum um Täter und Täterinnen. Täterinnen. Und der Zusammenhang war eine Statistik der Vergewaltigungen beim Münchner Oktoberfest. Und da gab es Täter und Täterinnen. Und natürlich fragte ich mich, wie kann man von Täterinnen im Zusammenhang mit einer Vergewaltigung reden? Es reicht absurd, finde ich. Könnte natürlich ganz an den Haaren herbei konstruiert sein. Vielleicht gibt es den Fall einmal irgendwo, vielleicht. Ja, Weiß ich das kann nicht. schon geben, Kann es natürlich. kann Das sein. kann schon geben. Wissen Sie, es kann schon geben, dass mal ein Jude einen Nazi umgebracht hat, aber das ändert nichts am Holocaust. Richtig. Welche Themen beschäftigen Sie noch? Oder ist es ein Thema überhaupt, was Sie beschäftigt? Oder ist es einfach nur, was Sie mal so nebenbei als Joke einbringen, das mit dem Gender? Was mich beschäftigt? Nein, also Gender steht nicht gerade im Mittelpunkt meines Interesses. Außer Sport, Bergsteigen, Tiefseetauchen und Kegeln beschäftigt mich eigentlich alles. Ich schreibe. Außer Sport, die Ja. sie tauchen und Kegel Ja. beschäftigt sie alles. Ich schreibe zum Beispiel gerne seit einer Weile über Autos. Ich habe eine eigene Kolumne in der Welt über Autos und ich habe von Autos eigentlich keine Ahnung. Aber am Auto hängt so viel. Da hängen so viele gesellschaftliche Prozesse. Das ist ein wirtschaftliches Phänomen, auch ein kulturelles. Ich bin neulich an einer Tankstelle vorbeigefahren, wo ich immer tanke, und da waren ungefähr 3 Dutzend Autos, die darauf warteten, gewaschen zu werden. Und nachdem sie gewaschen worden waren, stiegen die Fahrer aus und polierten die Autos mit einer Hingabe. Die hauchten die Autos an und polierten sie dann. Ja, und in dem Moment habe ich mich gefragt, was machen eigentlich deren Frauen zu Hause, wenn die Jungs draußen die Autos polieren? Also Auto ist schon ein
ein Kernelement unserer Kultur. Da hängt wirklich sehr vieles dran. Und damit beschäftige ich mich zunehmend. Mit Automobilen? Ja. Was fahren Sie selber? Da haben Sie Ihren eigenen Fahrzeug? Ich habe ein Auto. Haben Sie Führerschein? Ja, ich habe ein Auto. Ich habe neulich als Honorar für eine Teilnahme an einem Film ein Auto als Honorar bekommen. Einen wunderbaren 30 Jahre alten Volvo 760. Der wird auch noch weitere 30 Jahre fahren? Als Diesel? Nein, leider kein Diesel. Das wäre mir auch viel lieber gewesen. Tatsächlich? Ja. Weil Sie dann irgendwann nicht mehr in die Innenstadt fahren dürfen? Nein, damit? Weil es eine aussterbende Spezies ist. Und mit denen muss man sich doch solidarisieren. Aber es ist ein wunderbares Auto. Ich kann alte Volvos jedem nur empfehlen. Es sind noch richtige Autos. Richtig massiv, und wenn man irgendwo mal gegenstößt, dann ist nicht gleich Totalschaden. Nein, ich glaube, das Auto kann überhaupt gar keinen Totalschaden erleiden. Mit dem könnte man vom zweiten Stock runterspringen und die Straße weiterfahren. Kaputt. Und jetzt sind Sie hier auf der Eigentümlich-Frei-Konferenz. Sie sind viel in den Medien vertreten. Was treibt Sie an? Haben Sie da irgendwas? Was mich antreibt? Ja. Mein Alter. Ich bin 73 und renne jeden Tag. 73? Ja. Sie haben gedacht 72, stimmt? Höchstens. Ja. Maximal. Solange nicht mehr als 73. Nee, also wir sind gerade die Treppe runtergegangen, das habe ich jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass Sie da über 60 sind, aber jetzt, ja gut. Auf der Treppe gehe ich schon sehr vorsichtig, seit ich zuletzt einmal zufällig gestürzt bin. Aber das ist noch der schwächste Moment, den Sie gesehen haben. Nein, es ist erstens die Flucht vor dem Alter, das geht allen Leuten in meinem Alter so. Ist Ihnen schon aufgefallen, dass so in meinem Alter die Zahl derjenigen zunehmen, die plötzlich Ehrenämter annehmen, nicht? Und wenn es nur einmal die Woche ein Vortrag an einer Fachhochschule ist oder so etwas Ähnliches. Und ich laufe dem Alter davon, erfolglos, es holt mich immer wieder ein. Und im Übrigen, so viel mache ich gar nicht. Meistens sitze ich zu Hause und denke mir irgendwas aus und schreibe das dann auf. Und hier bin ich hergekommen. Ich habe von Eigentümlich Frei schon gehört. Ich habe es noch nie gelesen. Und hier bin ich hergekommen, weil ich 3 Tage in einem Hotel an der Ostsee einfach wunderbar finde. In Zinnowitz. In Zinnowitz, ja. Wahnsinn, ja. Ist richtig schön hier. Tatsächlich, und ruhig, ja? Und ruhig, ja. Und ich habe heute bis 12:30 geschlafen. Haben Sie Handyempfang hier? Ja. Ach so, gut, ja. Das ist ja super. Ja. Das sind 2 Sachen, auf die ich immer achte. Klimaanlage und WLAN und alles andere ist mir endlich egal. Ja. Das Klimathema, interessiert Sie das auch? Ja. Hüpfen Sie für Kohle? Nein, ich hüpfe nicht für Kohle. Ich würde mir vielleicht eine Hüpfrunde mit Frau Neubauer überlegen, aber es würde dann nicht um Kohle gehen. Und wenn der Menschenwandel nicht klimagemacht ist, wer baut dann die Straßen? Nein, der Menschenwandel ist natürlich klimagemacht, unter anderem. Habe ich Menschenwandel klimagemacht gesagt? Entschuldigung. Ich habe keinen Nachmittagsschlaf heute. Nein, der Klimawandel ist natürlich menschengemacht. Nur seit Gott die Erde erschaffen hat, das ist glaube ich schon ein paar Jahre her, hat es immer Klimawandel gegeben. Es hat noch nie keinen Klimawandel gegeben. Selbst in der Tagesschau war neulich ein sehr, sehr schöner Bericht über Grönland, da war ich vor kurzem, dass die Grönländer den Klimawandel begrüßen, weil sie wieder Obst und Gemüse anbauen können, weil die Böden nicht mehr so gefroren sind und dass man bei tiefen Bohrungen durch Meter von Eis festgestellt hat, dass vor irgendwie ein paar tausend Jahren dort Bäume gewachsen sind und Pflanzen gezüchtet wurden. In Greenland. In Greenland. Grünland. Und Schmetterlinge rumgeflogen sind. Das ist doch toll. Also erstens bin ich kein Klimawandelleugner. Es gibt einen Klimawandel. Und ich leugne auch nicht, was der Menschen gemacht wird, weil Menschen haben einen Einfluss darauf, wie die Umwelt sich verhält. Aber eben nicht ausschließlich. Na klar, wenn man eine Wüste kultiviert, dann ändert sich das Klima dort. Ja. Oder wenn man fruchtbare Gebiete verkommen lassen, es kommt Wüste auf, genauso. Und vielleicht haben aber auch Sonnenflecken einen kleinen Einfluss oder der Zustand der Meere. Nein, was ich spannend finde, ist, dass sich der Mensch jetzt für den Klimawandel allein verantwortlich erklärt. Ist das überheblich oder wie finden Sie das? Total überheblich. Früher war Gott für alles zuständig und wir, die Menschen, waren eigentlich für nichts verantwortlich. Jetzt ist es genau umgekehrt. Da fehlt auch die Ehrfurcht vielleicht, Ehrfurcht, Bescheidenheit. Ehrfurcht, Demut. Demut. Demut, so ganz viele Werte, die nicht nur christliche sind, die in anderen Religionen auch vorkommen, fehlen da total. Ich bin nicht religiös, aber Demut ist eine gute Eigenschaft. Darüber hinaus, haben Sie noch christliche Werte oder andere Werte, wo Sie jetzt sagen, es wäre schön, wenn mehr Menschen sich vielleicht auch daran orientieren oder wenn man selbst nein, ich bin kein Prediger. Orientierungslos ist? Nein, nein.
Nein, nein, jeder kann sich orientieren, woran er will. Ich habe da keine Verfügungs- und kein Einspruchrecht. Und im Prinzip, ganz grob, reichen die 10 Gebote. Die 10 Gebote. Aber ja. Wobei die ersten beziehen sich ja auf die Gottbezogenheit und sollst keinen anderen haben. Ja. Ist auch okay. Ja. Okay. Ja. Nur wissen Sie was? In der jüdischen Version kann man auch mit Gott handeln. Man kann ihm zum Beispiel anbieten, 10 Gerechte zu finden und dafür wird er Sodom und Gomorra verschonen. Und in anderen Religionen ist, glaube ich, Gott der absolut Allmächtige. In unserer Religion, das heißt bei Judenkultur, Religion geht ja weit über Gottesglauben hinaus, kann man mit Gott verhandeln. Auch Gott ist keine absolute Autorität. Deswegen streiten sich die Juden über alles. Deswegen haben sie größte Probleme, Autoritäten anzuerkennen. Deswegen ist für sie der Betrieb eines eigenen Staates eigentlich eine sehr ungewohnte Übung. Aha. Können Sie über Witze lachen, die jüdische Gemeinschaft sozusagen ja. beziehen? Also jetzt kriege ich manchmal schwarzen Witze, ich finde es manchmal lustig, manchmal nicht. Aber wie ist es bei Ihnen? Oder sind Sie da zu sehr... Ich glaube, dass es vermutlich, entschuldigen Sie die Pauschalisierung, bei Schwarzen und bei ja. Juden genauso ist. Ja. Der Ton macht die Musik. Also, ich habe einen. Unterhalten sich ein Schwarzer und ein Jude ja. auf Große Freiheit TV. Also perfekte Mischung. Entschuldigen Sie, wenn ich das so offen sage, fehlt nur noch ein Behinderter, nicht wahr? Tatsächlich, ja. Aber vielleicht habe ich ja irgendwas. Und eine Frau. Ich habe Rücken. Okay. Ich habe Körper. Sticht. Okay, klasse. Also, vielleicht noch was Ernstes. Sie hatten mit Frau Vera Lengsfeld eine Petition ja. eingereicht. Mögen Sie es einmal grob umreißen, vielleicht auch wie das emotional für Sie war, jetzt nicht lächerlich gemeint, sondern wirklich, ich stelle mir das so vor, man arbeitet da, Sie haben wahrscheinlich viele Stunden investiert, viel auch Gegenwind bekommen und dann sitzt man da vor so einem Ausschuss und man denkt sich, wo bin ich hineingeraten? Und die Frau sagt, ich verstehe gar nicht, was Sie sagen, was meinen Sie denn? Also wie ging es Ihnen da? Ich fand das Ganze lustig. Es ist so, der Aufwand war minimal. Ich will jetzt nicht in Details gehen, aber wir saßen zu dritt beim Spaghetti-Essen und irgendeiner von uns hatte die Idee, wir machen jetzt eine Petition, eine Aufforderung, sich an rechtsstaatliche Regeln zu halten. Nicht mehr und nicht weniger. Also nicht pro Ausländer, gegen Ausländer, verstehen Sie, für die Ewigkeit jüdisch-schwarze Solidarität oder sonst einen Quatsch. Nein, und es gab dann jemand, einer von uns, ich sage jetzt nicht, wer es war, holte sich eine Serviette und da haben wir 4 Zeilen formuliert. Und das haben wir dann veröffentlicht. In relativ kurzer Zeit kamen 10, 20, 50.000 Unterschriften zusammen. Am Ende waren es über 160.000. Und ich war vollkommen platt. Ich machte jeden Tag die Zeitungen auf und fand wirklich endlange Artikel, seitenführende Artikel darüber, was wir eigentlich mit diesen 4 Zeilen gemeint haben. Wie reaktionär das war, wie fremdenfeindlich, wie ethnozentrisch, wie eurozentrisch, europazentrisch. Okay, aber ist das nicht positiv bei vielen Eurozentren? Oder war das als negativ gemeint? War negativ gemeint. Negativ, ja. Europa schottet sich ab und diese paar reaktionäre Reden dieser Abschottung, das Wort, ich war vollkommen platt, verstehen Sie? Es ist so, als würden wir darüber, dass wir beide zufällig blaue T-Shirts heute tragen, als würden wir darüber eine Grundsatzdebatte anzetteln. Und das war ein so harmloser Text. Und dann haben wir das dem Bundestag präsentiert. Und diese Ausschusssitzung, die werde ich in ewiger Erinnerung behalten. Weil bei dieser Ausschusssitzung habe ich gemerkt, dass es Formate gibt oder Formalien gibt, die überhaupt nichts mehr bedeuten. Wir saßen da, weil die Geschäftsordnung des Petitionsausschusses das zuließ. Aber sonst war es nichts anderes, nicht? Und am Ende fielen mir dann nur noch blöde Witze ein. Nachdem mir mehrmals das Wort abgeschnitten wurde, habe ich dann gesagt, ich hätte gerne noch eine Minute extra wegen meinem Migrationshintergrund. Nee, wir haben wirklich keine Zeit. Und ja. dann für alles Mögliche ist dann viel ja. Zeit. Aber ja. jetzt, dass Sie noch einen Satz sagen, das da haben wir jetzt kein... Der Ausschussvorsitzende an sich ein sympathischer junger Mann. Der wollte das nur einfach noch hinter sich bringen. Der war weder gegen uns noch für uns. Das war für den Routine. Das ist ein Job einfach. Dafür wird er vergütet, genau. kriegt seine ja. Rente dann und dann... Ja. Ja, ja. Und das war schon, ja, ohne allzu große Erwartungen gehabt zu haben, das fand ich schon frustrierend. Aber immerhin, wir haben 165.000 Leute mobilisiert. Das ist jetzt genau ein Jahr her. Passiert ist nichts. Also summa summarum war es erfreulich. Sehr schön. Haben Sie noch eine wichtige Message vielleicht für unsere Zuschauer auf Große Freiheit TV? Irgendwas, was Sie jetzt an dieses Publikum noch wenden möchten? Vielleicht eine Lebensweisheit irgendwie? Vielleicht an jemanden, der... Lebensweisheit? Ja,
einmal immer das tun, immer das Gegenteil von dem tun, was einem gerade empfohlen wird. Also ich zum Beispiel sitze gern in der frischen Luft, aber es muss warm sein. Das heißt, ich reiße die Fenster auf und stelle die Heizung auf Volldampf. Das kann ich jedem nur empfehlen, es ist wunderbar. Es ist nicht ganz klimakonform, aber ich finde es vollkommen okay. Es macht wirklich gute Laune. Sie haben es warm und die Luft ist frisch. Und ab und zu komme ich in Wohnungen, die seit Wochen oder Monaten nicht mehr gelüftet wurden. Und ich weiß genau, hier bin ich bei Leuten, die Angst vor dem Klimawandel haben. Ansonsten kann ich nichts empfehlen, außer dass Sie vielleicht meine Bücher lesen und sich für die Achse des Guten interessieren, eine der besten deutschen Seiten. Achsesguten.com. Achgut.com. Achgut.com. Und wären Sie gewillt, die Verabschiedung auf Polnisch zu sagen? Wir haben bestimmt polnische Zuhörer. Mamy polskich gości? Jetzt sehen Sie, mein Polnisch ist nicht schlecht, aber ich habe zum Beispiel jetzt nicht mehr gewusst, was Zuhörer heißt auf Polnisch. Mhm. Also bin ich auf das Wort Gäste ausgewichen. Proszę nas regularnie słuchać i proszę też naszą stronę wizytować. Die Achse des Guten. Achgut.com. Ganz wunderbar. Es war ein großes Vergnügen mit Vielen Ihnen Dank. Hier. Weiter so machen. Weitermachen. Okay. Danke Ihnen.